Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich. Ne, das passt irgendwie nicht. Hä? So? Ja, was ist denn hier los? Fuck, Spiegelverkehr, darauf kommt nicht klar. Werden immer beschissener. War doch gerade eben noch. Ach, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es. Was ist denn das? Wo muss denn das hin? In welche Richtung? Ist das hier hin? Nee, es muss die andere Richtung. Ist es hier hin? Ja, es muss hier hin. Muss. Oh fuck, oh fuck. So. So. Sieht immer noch komplett beschissen aus. Ich mach's einfach so. Oh Gott! Egal, ich mache jetzt einfach. Schon fast eine Minute verbraucht. Oh nein, das sieht so scheiße aus. Was ist denn das los? Hä, als ich das Video angefangen habe, war das doch gar nicht, oder? Ich weiß nicht so richtig, wo es hin muss. Okay, sieht immer noch beschissen aus. Also, dieses Mal habe ich nicht vergessen und das Licht ist abends besser, das gefällt mir. Genau, wir werden jetzt diese drei Spiele, die heute dran waren, und die drei Spiele, die morgen kommen, durchnehmen. Das geht los mit Dänemark, Australien. Ich muss dazu sagen, Dänemark, Australien und Frankreich, Peru habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich vor allem damit beschäftigt war, meine Wohnung nebenbei aufzuräumen und sauber zu machen. Und dann ist zwischendurch irgendwie mein Geschirrspüler kaputt gegangen. Also er geht zumindest nicht mehr richtig. Ist scheiße. Ich muss jetzt wahrscheinlich mit der Hand abwaschen in Zukunft. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht, egal, mal gucken. Ja, Dänemark, Australien. Ich habe nicht so viel mitbekommen, aber soweit ich es. Also soweit ich es mitbekommen habe, war Dänemark die bessere Mannschaft und hätte hier einen Sieg verdient gehabt, auch wenn es im Endeffekt 1-1 ausgegangen ist. Aber mehr kann ich nicht sagen. Deswegen gucke ich mal, was die Statistik zum Spiel sagt. Okay, also ich weiß nicht wieder, ich dachte, ich hätte es so gehört, aber Statistik sagt jetzt zum Beispiel Schüsse 9 zu 12 für Australien, Torschüsse 4 zu 4, also gleich. Ballbesitz leicht für Australien, 54%, 5 Eckbälle zu 3 für Australien. Also ja, Statistik spricht erstmal nicht so sehr für Dänemark. Aber ich fand, dass durch die Trikots von Dänemark, es sah es aus, als wenn RB Leipzig spielen würde, vor allem wenn Paulsen am Ball war, weil irgendwie haben die Trikots Ähnlichkeit gehabt mit RB Leipzig. Ich habe gehört, dass Julian Nagelsmann ab der übernächsten Saison für Leipzig spielen wird. Das finde ich schon mal ziemlich krass. Oh, hätte ich nicht gedacht. Und ich frage mich, wer jetzt dieses Übergangsjahr dann macht. Also wahrscheinlich macht es dann einfach mal wieder Rangnick, oder? Also ich bin gespannt. Frankreich gegen Peru 1-0. Peru hat sehr gut gespielt, war eigentlich sogar, würde ich sagen, teilweise die bessere Mannschaft und scheidet hier total unglücklich aus dem Turnier aus. Also hier waren sie zu Teilen die bessere Mannschaft. Ich denke, ein Unentschieden wäre ganz fair gewesen. Im ersten Spiel von Peru waren sie die bessere Mannschaft und haben nicht gewonnen. Scheiden ja sehr unglücklich aus in dem Turnier, wie ich finde. Und Frankreich hat, wenn man das Gefühl, dass sie nicht alles zeigen, was sie vielleicht drauf haben, aber vielleicht können sie auch einfach nicht mehr, keine Ahnung. Letztes Spiel war Argentinien gegen Kroatien 0 zu 3. Ich habe auf Kroatien getippt. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Ich habe euch gesagt, Kroatien gewinnt. Und genauso war's. Maradona, falls ihr es gesehen habt, Maradona auf der Tribüne war ja irgendwie nur die ganze Zeit. Also es sah auf jeden Fall so aus, als wenn Maradona auf irgendwelchen Drogen wäre. Und wenn man die Vorgeschichte kennt, dann gehe ich mal stark von Koks aus. Von daher, also ich habe noch nie jemanden persönlich gesehen, der Koks genommen hat. Aber so würde ich mir jemanden vorstellen, der Koks genommen hat. Also im ersten Spiel ist es mir schon aufgefallen, dass er sich ständig an seiner Nase hier gerieben hat, was ja wohl auch verkokste Menschen tun. Und vielleicht war es so, dass in dem jetzt, in dem Spiel gegen Kroatien, er dann kurz vor dem Spiel gekokst hat oder so, ich weiß nicht, irgendwie war es so aufgetreten in meinen Augen. Wieso hatte der eigentlich zwei Uhren dran? Also er hat an jedem Handgelenk hat er jeweils eine Uhr dran gehabt, was sehr merkwürdig. Und da kam ein bisschen abgespaced drüber auf jeden Fall. Also ich würde drauf tippen, der hat Drogen genommen. Ich weiß es nicht, aber ich denke es. Ja, und im Ende, also erste Halbzeit hat Argentinien gut mitgespielt, da war es ein recht ausgeglichenes Spiel. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn Argentinien die Chancen genutzt hätte, die sie hatten, als es noch 0-0 stand, dann hätten sie selber schon 1, 2, vielleicht sogar 3 Tore schießen müssen. Also Chancen mal wieder miserabel. Trotzdem würde ich sagen, recht ausgeglichen in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit, spätestens nach dem 1-0, war Kroatien die bessere Mannschaft. Argentinien ist auseinandergebrochen. Ich meine, das war es für ein dummer Torwartfehler von dem argentinischen Torhüter, aber die Körpersprache, Einstellung war irgendwie nichts da bei Argentinien. Sie haben noch eine Chance weiterzukommen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es schaffen. Haben es auch nicht verdient, so wie sie das zweite Spiel jetzt auch noch gespielt haben. Ich hoffe mal, dass dieses merkwürdige Spiel der meisten Favoriten, der meisten eigentlich guten Mannschaften kein Omen ist für Samstag, dass Deutschland es besser macht. Ich weiß nicht warum,
Aber als ich Argentinien, Kroatien geschaut habe, ich glaube kurz danach, als es vorbei war, hatte ich so die Eingebung auf meiner Couch liegen, also in meinem Wohnzimmer, hatte ich so die Eingebung, ich weiß es nicht, was passieren wird, aber die Eingebung hatte ich, dass Deutschland 8-0 gewinnt. Ich weiß nicht warum, was mich da geritten hat, aber ich denke natürlich, also ich hatte einfach so eine Eingebung, aber mein Kopf sagt mir natürlich, dass es Schwachsinn ist. Also ich denke, es wird ein knappes Spiel und ich denke, es wird ein kampfintensives Spiel und kein 8-0 für Deutschland, das wäre krass. Also, ich denke, alles über drei Tore von Deutschland wäre echt eine Überraschung in meinen Augen. Gut, jetzt kommen wir zu den drei Spielen, die morgen an der Reihe sind. Und da ich morgen ein Date haben werde, was ist denn morgen? Brasilien, Costa Rica, Nigeria, Island und Serbien, Schweiz. Ja, und da ich morgen ein Date haben werde und eigentlich auch davor joggen gehen möchte, weil ich finde, dann wirkt man vitaler, hat man eine geilere Ausstrahlung, werde ich höchstwahrscheinlich kein einziges Spiel sehen morgen. Das wird so kommen. Weil 14 Uhr, also 17 Uhr wollen wir uns treffen, 14 Uhr werde ich halt joggen sein, da werde ich, also ich werde einen Teil von Brasilien, Costa Rica irgendwie sehen, weil ich keine 3 Stunden joggen gehe oder so, aber das wird das Einzige sein. Nigeria, Island geht 17 Uhr los, werde ich auf jeden Fall nicht sehen und dann müsste das ein toller Reinfall sein, das Date, und ich müsste dann innerhalb von kürzester Zeit wieder zu Hause sein, damit ich dann auch Serbien, Schweiz 20 Uhr angucken kann. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt. Deswegen, ich werde mich dann wahrscheinlich in der Zusammenfassung angucken müssen. Brasilien, Costa Rica, ja, ich würde sagen, Brasilien sollte das Ding schon gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt so schlecht spielen als, sorry, als Favorit. Fums, wäre schon lustig gewesen, wenn Mbappé versehentlich den Luftballon gegessen hätte. Frankreich diesmal gut aufgestellt. Mit Giroud läuft das ganz einfach besser. Frankreich ganz cool, quasi Giroud selbst. Dieser Abgang von Mbappé macht ja regelrecht aggressiv. Hey Mbappé, du hast dich doch nicht beim Torhüter und dem Stadionsprecher verabschiedet. Die Nö, sind geführt. Pressekonferenz ist durch. Hat Mbappé schon den Spielfeld ran erreicht? Oh Gott. Diese beschissenen Twitter-Nachrichten, die irgendwelche Leute abgeben. Es ist ja gar nicht so schlimm, dass die irgendwelchen Dreck da reinschreiben, sondern das Schlimme ist, dass dann hier das ZDF auch noch, ja, das Ganze quasi unterstützt und sponsert unter den sinnlosen Nachrichten, die keinen Fall interessieren, im Endeffekt groß machen. Keine Ahnung. Egal. Also, Brasilien sollte das gewinnen gegen Costa Rica, Nigeria, Island. Ja, ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob ein Spiel interessant ist oder nicht. Ich will es mir nicht selber schmackhaft machen, weil ich es nicht sehen kann, aber ist natürlich ein schmackhaftes Spiel. Weil ich schon wissen würde, wie Island spielt. Es kommt ja auch darauf an, wie das Spiel ausgeht, Nigeria, Island, wegen Argentinien, ob die noch eine Chance haben weiterzukommen oder wie die Chance aussieht. Und ich denke, dass Island das Spiel gewinnt. Habe ich auf Island getippt? Ich muss direkt mal nachschauen, aber wenn ich nicht auf Island getippt habe, dann möchte ich auf die noch tippen. Ja, ich habe auch die getippt, 2-1 Island. Wobei, es gibt so viele 1-0-Siege. Ich tippe jetzt mal um auf 1-0. Oh, der erste Live-Umtipp. Krass. Und ich sehe gerade, dass ich Serbien Schweiz auf 1-1 getippt habe und das möchte ich auch so lassen. Genau, Nigeria, Island. Ich tippe hier auf Island. Kämpferische Mannschaft, Nigeria. Ja, keine Ahnung. Aber Island, ich denke, die steigern sich vor allem zum ersten Spiel. Und wenn die sich zum ersten Spiel hin steigern, dann wird es gefährlich. Und Nigeria ist jetzt auch nicht die beste Mannschaft abwehrmäßig. Von daher schauen wir mal. Serbien, Schweiz habe ich 1-1 getippt. Ich würde mich wieder für die Schweiz freuen. Keine Ahnung. Ich freue mich einfach für die Schweiz und Österreich, weil die, also gut, gerade Österreich redet halt Schweiz. Gerade Österreich redet halt Schweiz. Gerade Österreich redet halt Deutsch und Schweiz, die können eigentlich auch alle Deutsch, ne? Dies ist zwar eigentlich Schweizerdeutsch, was sie sprechen, aber die kennen eigentlich alle Deutsch. Und obwohl sie eigentlich überhaupt nicht mit Deutschland zu tun haben, außer ein bisschen die Sprache, weil sie ja, weil sie ja immer total unabhängig waren, also auch als wir noch irgendwelche Reiche hatten, davon rede ich jetzt nicht vom Dritten Reich, ich meine, es gehört auch dazu, aber auch die vorhergehenden Reiche, da war ja die Schweiz immer komplett souverän alleinstehend, von daher eigentlich hat die Schweiz nichts mit Deutschland zu tun, außer halt ein bisschen die Sprache, aber irgendwie fühle ich mich halt trotzdem denen näher und halt auch Österreich, und deswegen bin ich immer für die beiden Mannschaften. Und ja, mir gefällt die Mannschaft einfach. In den letzten Turnieren, wie gesagt, habe ich das Gefühl, entwickeln sich zu einer Turniermannschaft. Serbien mag ich eigentlich auch, aber ich würde es der Schweiz mehr gönnen. Trotzdem denke ich, es wird ein 1-1. Das war's auch schon wieder. In diesem Sinne, euer Paxis.
Ich weiß gar nicht, wie ich dann morgen das Video mache, fällt mir gerade ein, spontan. Weil ich gehe davon aus, wieder nach Hause zu kommen, bevor jetzt hier wieder Spekulation. Ach, darüber will ich gar nicht reden. Also ich glaube aber, ich hoffe einfach, dass das so erfolgreich wird, das Treffen morgen, dass es einfach zu spät sein wird und ich dann keinen Bock mehr habe, ein Video zu machen. Also richtet euch darauf ein, dass wahrscheinlich erst das nächste Video am Samstag kommt. Oh, da spielt Deutschland. Ich hoffe, wir kommen weiter. Macht's gut.